Hallo zusammen, heute machen wir wieder ein kleines Reef-Update. Schaut doch mal rein, wenn ihr wissen wollt, was sich in meinem Becken getan hat. So, gehen wir mal auf die Veränderungen im Becken ein. An sich bin ich immer noch sehr zufrieden, Wasserwerte sind soweit stabil. Die größten Probleme hatte ich eigentlich mit dem Kalziumwert, weil ich glaube die Monty-Platten hier links und da rechts, weil die immer größer werden, glaube ich, ziehen die ziemlich in Kalziumwert in die Knie. Und ich musste jetzt fast jede Woche schon nachkorrigieren, jetzt auch die tägliche Dosierung leicht erhöhen und bin jetzt zweimal in der Woche am Testen, bis sich der Wert wieder sauber eingependelt hat. Mir ist der Kalziumwert bis auf 370 runtergefallen. Ich halte ihn eigentlich gerne zwischen 420 und 450. Und dort versuche ich ihn jetzt, wie gesagt, einzupendeln. Sieht jetzt die letzten Tage besser aus, dass ich jetzt den Wert wieder täglich sauber treffe. Dann von der Technik her vielleicht, hier hinten diese Vortech MP40 musste ich leider vor ein paar Wochen einschicken. Dann Coral Sands, Service wie immer, tipptopp, Anfang Woche abgeschickt, Ende der Woche zurück. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei, das ist einfach hinten bei der Motoreinheit nicht mehr rund gelaufen und wurde anstandslos repariert und toller Service. Es ärgert mich ein bisschen, ich habe ja hier noch eine dritte MP40. Und diese werde ich nächste Woche auch einschicken müssen, weil wieder schon zum zweiten Mal, und die ist noch kein halbes Jahr alt, auch bei der Motoreinheit so ein Klackern ist. Das war jetzt ein paar Wochen gut nach dem ersten Einsenden, jetzt kommt es wieder, muss ich leider wieder einschicken. Für den Wert der Pumpen ist es ein bisschen ärgerlich. Ich habe zum Glück eine Ersatzpumpe, eine Tunze unten im Keller, die ich dann wieder montieren werde. Zum Glück ist der Service gut, aber es ist halt einfach nervig, immer alles abzubauen, die Kabelkanäle aufzumachen an der Wand entlang und alles einzuschicken. Dann vielleicht gehen wir mal auf die Euphilia hier ein. Mit der Euphilia hatte ich ein paar Probleme. An sich war sie eigentlich gut offen, aber was mir aufgefallen ist, zwischen den Köpfen hat sich ein Schwamm gebildet gehabt. Jeder einzelne Kopf, jetzt sie hat natürlich voll offen, jetzt sieht man es nicht wirklich, die einzelnen Köpfe, die hat bestimmt 7, 8 oder mehr Köpfe, war ein Schwamm. Und der Schwamm hat sich wirklich komplett am Kalkskelett entlang gearbeitet und hier und da aus der Koralle oben rausgeguckt. Ich habe dann diesen kompletten Stein aus dem Becken genommen, die Euphilia wirklich mit einer Zahnbürste abgeschrubbt, die Schwämme mit einer Pinzette auch ebenfalls abgezupft und dann wieder zurück ins Becken gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wieder wächst. Ich konnte die Schwammart nicht identifizieren, habe aber ein bisschen Angst gehabt, dass es langfristig die Koralle schädigt, weil es wirklich komplett eigentlich das ganze Kalkskelett eingenommen hatte. Dann habe ich mit meiner Anemone hier hinten, leider hat die Quadricolor jetzt schon die letzten Monate, muss man sagen, ihre Blasen verloren. Es ist jetzt wirklich, also es sind nur noch lange Tentakel, wie ihr sehen könnt. Da ist das zweite Teil, es gab noch ein drittes Teil, sie hat sich mal wieder geteilt gehabt. Die habe ich an einen Aquarianer in Konstanz abgeben können und ich hoffe, die fühlt sich bei ihm wohl und lebt sich dort gut ein. Hier unten habe ich eine australische Pilzlegerkoralle, die hatte ich euch schon mal gezeigt. Die finde ich an sich ganz toll, weil die neongrüne Polypen hat, aber seit wirklich jetzt 2 Monaten kommt die nicht mehr raus und nur noch ganz selten. Als ich die Ophelia aus dem Becken genommen habe, habe ich gleich auch mal diesen Stein herausgebrochen und mit Fauna Marine de Dip gebadet und dort ist mir dann aufgefallen, war ein riesengroßer Borstenwurm unten drin im Stein und schon an der Koralle dran. Und das habe ich jetzt vor ein paar Tagen, habe ich den Borstenwurm entfernt, eben die Koralle gereinigt, gedippt. Ich habe noch einige Krusten gefunden, die habe ich an der freien Luft abgezupft mit Augenschutz und Handschuhen, dass mir nichts passiert. Und jetzt geht der Pilz langsam wieder ein bisschen besser auf. Abends kommen die Polypen schon raus, aber ihr seht jetzt tagsüber sind noch am Zicken ein bisschen. Ich hoffe einfach, wenn sie noch einmal häutet, dass dann wieder der Pilz in voller Pracht in meinem Becken steht. Die Galaxia ist am Wuchern, die ist eigentlich über ein Jahr lang gar nicht gewachsen und jetzt wächst sie richtig vor an die rote Montipora digitata. Ihr seht, die ist schon ziemlich vernesselt hier in der Adimonti und ich werde wahrscheinlich demnächst mal den ein oder anderen Ast wegschneiden, nicht, dass die ganze Koralle befallen wird. Dann hier hinten meine Azuantella-Koralle. Leider ist sie tagsüber in der Regel geschlossen, immer abends so ab 18 bis 20 Uhr geht sie auf und dann kann ich sie gezielt mit Nios, mit diesem Flüssigfutter füttern. Hatte ich euch schon mal in einem früheren Video eingeblendet.
Ich finde es schade, dass sie nicht tagsüber komplett offen ist. Was erstaunlich ist, wenn ich Mastik an die Scheibe klebe, dann geht sie massiv auf und ich kann sie jederzeit füttern, sobald halt Mastik im Becken ist. Viele Korallen werden jetzt immer größer. Ihr seht auch hier an der Milka, ist die Acropora ensmann jetzt schon an den Rand wachsen und haben sich leicht vernässelt. Hinten die Monty-Platte, die grüne, ist jetzt am Überlaufschacht festgewachsen. Da habe ich auch die Ensmann draufgeklebt von der ganzen Weile schon. Und die kommt sich jetzt mit der Ceratopora in die Quere. Hier vorne die Acropora. Postet mir doch eigentlich mal, was das für eine ist, weil das weiß ich immer noch nicht. Die habe ich von einem Aquarianer hier in der Region übernommen. Die wächst wie verrückt. Die kriegt wirklich massiv viele neue Verzweigungen. Schöne Lilane. Sieht auch wie eine Ensmann aus, aber ich habe keine Ahnung, ob es eine Ensmann in dieser Farbe gibt. Postet es mir doch mal unten in die Kommentare. Dann die wird wirklich eine Quadricolor, die Acropora, aber ich kriege es mit meiner Kamera, die ich habe nicht so gut drauf. Die Polypen werden immer grüner. Hinten habe ich, man sieht es kaum, eine Millipora. Die hat mal Wachstumsschübe, mal wieder gar nicht. Also ich glaube, die geht dann mit der Zeit da hinten unter. Ich habe eine andere Acropora, so einen Ableger hier oben, so den lilanen, der wächst irgendwie überhaupt nicht mehr. Obwohl er komplett oben im Licht ist, egal wo ich sie platziere, wächst sie wirklich nicht gut. Die Digitata, die wuchert wie verrückt. Wächst ja nicht aus dem Wasser raus, finde ich toll. Hinten die Montipora auf dem schwebenden Stein wächst immer besser, aber nicht an der Rückwand fest. Aber wenn man Bilder anschaut, sieht man richtig, wie viel sie größer wird. Ich denke, auf Dauer muss ich hier mal die Ophelia bei der roten Monty wegmachen, weil da direkt die Strömungspumpe drüber bläst und das mag sie nicht so. Auch drunter der Acropora-Ableger, der ist komplett stagniert und wird jetzt so grünlich. Den gebe ich vielleicht mal an einen anderen Aquarianer ab und setze mir dort eine andere Koralle, ein LPS oder so hin. Hier habe ich noch ein paar Montys platziert, Ableger von der anderen Koralle, dass sie sich ein bisschen besser im Becken verteilen. Ich möchte halt nicht mehr so viele verschiedene Arten haben. Ihr seht hier, der Seestern fühlt sich immer noch wohl. Manchmal, wenn er hoch an die Scheibe kommt, wenn er hier oben oder so an der Scheibe ist, dann füttere ich ein bisschen mit Pellets, nimmt die dann auch auf, das ist ganz witzig. Ja, die Axoantelle-Koralle oder Gorgonie besser gesagt, macht sich wirklich sehr gut im Becken. Füttere ich immer noch mit Staubfutter zu, wirklich problemlos. Muss ich in dem Fall nicht gezielt füttern. Pilz wird riesig. Probleme habe ich immer noch mit dieser Trachy. Das leider immer noch aufgrund der Baggergrundel, da sie immer voll mit Sand zugeschüttet hatte, ich so spät gesehen habe, ist immer noch der Mund ausgeblichen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich es mit Fotos dokumentiere, dass es sich nach und nach erholt. Was kann ich euch noch berichten? Genau, hier ist mein Malheur passiert. Dieses Goalie sieht jetzt ziemlich miserabel aus und es war wirklich ein Schmuckstück und eine meiner wertvollsten Korallen. Und über Nacht, ich hatte sie hier auf diesem Stein und habe sie irgendwie nicht gut genug festgeklebt. Irgendwann ist sie einfach mal wupp auf diese Lobophyllia draufgefallen. Über Nacht, ich habe es morgen kurz vor der Arbeit gesehen, sie auf die Seite gemacht. Sie war schon komplett, aber komplett kahl, habe ich Bilder. Habe sie ein bisschen in den Schatten gelegt, ein, zwei Wochen. Und jetzt nach und nach kommt das ganze Gewebe wieder. Anscheinend sehr gute Regenerationsfähigkeiten. Da bin ich Gott froh, weil die Koralle war wirklich schön und gerade unter Blaulicht leuchtet sie sensationell rot. Eben die Lobophyllia, bin ich schon ein paar Mal drauf eingegangen. Die hat sich komplett erholt. Hier, das war ja der Problemfall von White Corals und die hat sich tiptop erholt, diese Lobophyllia, und fühlt sich sichtlich wohl in meinem Becken. Hier hinten seht ihr, das ist immer so die Problemecke. Das ist echt komisch, egal wie oft ich das täglich wegmache. Breitet sich aber auch überhaupt nicht aus. An dieser Ecke habe ich ganz leicht so ein Belag Cyanobakterien. Aber solange er dort bleibt, ab und zu mache ich ihn weg. Dosiere auch hier und da, wie von Korallenzucht, die A-Balance. Aber wie gesagt, breitet sich überhaupt nirgends anders aus und ist irgendwie immer da unter dieser Vortech-Strömungspumpe unten am Rand. Keine Ahnung, warum genau dort siedelt. Aber solange es sich ausbreitet, muss ich mir keine Sorgen machen und auch keine Panik schieben und im Becken rumpanschen zu sehr. Dann habe ich einen weiteren Problemfall, der mich ziemlich ärgert. Und zwar ist es hier meine Tridacna. Die habe ich schon ewig lang, aber seit zwei, drei Wochen geht sie nur noch im vorderen Teil richtig auf. Ich versuche mal von oben, sieht sie so schön aus, so richtig schön türkis. Von der Seite ist sie eher so dunkelblau.
die Tridacna, die geht vorne, vom linken Teil eigentlich gut auf, nach hinten gar nicht. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn ihr unten guckt, bin ich besser rangezoomt, mal von der Seite schauen. Wenn ihr hinten schaut, das Weiße hier unten, dass da vielleicht irgendein Tier dran rumgefressen hat und sie dadurch vielleicht ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Aber ich will sie eben jetzt nicht weiter stressen, umsetzen etc. Sie ist ja auf diesem Muschelhalter schon eh und je festgemacht. Auch da, wenn ihr irgendeine Idee habt, was es sein könnte, was man tun kann, oder ob ich es wirklich einfach stehen lassen soll, das ist in der Regel die beste Methode, die ich für mich gelernt habe. Einfach mal lassen und es erholt sich in der Regel alles, wenn die restlichen Parameter im Becken stimmen. Was auch spannend ist, hier unten in meiner Reste-Ecke, sag ich mal, in dem Teil vom Aquarium, den man nicht so gut eingucken kann, wo ich so ein paar Weiche und so platziert habe, Korallen, die mir nicht mehr gefallen haben oder die ich nicht anders im Aquarium untergebracht habe, da war ein kompletter Stein für Scheibenanemonen. Die haben sich jetzt über die Zeit an sich fast vollständig aufgelöst. Das ist noch ganz spannend, weil es gibt andere Scheibenanemonen, die wachsen prächtig, aber hier in der Ecke, sie mögen es ja eigentlich ein bisschen dunkler, sind sie nicht so wirklich mehr am Gedeihen. Hier mein Lieblingsfisch, hier diese Röhrenkoralle. Die breitet sich auch immer recht gut aus. Da muss man ab und zu mal abzupfen, weil sogar die Krustenanemonen von ihr sonst zurückgedrängt werden. Und was ich noch gemacht habe, da hatte ich mich beim letzten Mal ein bisschen beschwert drüber, weil die Sanddollar mir immer alles verschieben auf dem Boden. Die Sanddollar, die habe ich schon jetzt seit mehreren Wochen unten im Technikbecken. Im Technikbecken ist ja immer recht viel Schmodder vom Aquarium oben. Und dort scheinen sie sich wohlzufühlen. Ich kontrolliere sie regelmäßig, dass sie auch immer noch eine schöne runde Form haben. Und sobald ich sehen würde, dass es ihnen schlechter geht, würde ich sie natürlich auch an einen anderen Aquarianer abgeben. Würde ich vorschlagen, machen wir nochmal einen kleinen Schwenk durchs Becken. Und vielen Dank fürs Schauen vom Reef Update und bis demnächst.